Siehst du den? Der sneakt die ganze Zeit und kann voll schnell gehen. Warte, ich helfe dir. Ja. Okay, ich habe ihn. Hast du? Oh yeah! Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ender Kids. Wir sind heute beim 17. Kit und zwar dem Craft. Ich blende euch hier mal ganz kurz die Beschreibung ein, weil die Runde hat schon wieder so schnell gestartet und wir haben jetzt 2.39 Uhr. Wir versuchen seit 1 Uhr was aufzunehmen. Seit 1 Uhr. Seit fast jetzt 2 Stunden. Das ist unnormal. Das ist nicht mehr normal. Und genau jetzt klappen die Runden nicht, weil ich einfach, ich bin nicht müde, aber ich bin mega unkonzentriert um die Uhrzeit. Und so. Schnell weg hier. So, wir haben eben das Kit Crafter. Ich hoffe mal, dass wir damit ganz gut zurechtkommen. Sollte eigentlich passen. Ich bin da. Das freut mich für dich. Mit dabei ist heute wieder der Kosova. Der einfach immer... Ich verstehe den Jungen nicht. Unterm Spiel muss er aufs Klo. Unterm Spiel geht er einfach essen. Und er war im Deathmatch. Und bleibt dann einfach so stehen und geht was essen. Also. Ich meine, er geht dann einfach so aufs Klo. Ich meine, dann denke ich mir so, Leute, was nur schief gelaufen. Oh, danke für Dias. Sehr nett. Sehr aufmerksam. Ich hab gar nichts. Wieso bekomme ich manchmal die Pfeile auch nicht raus? Das liegt auch wahrscheinlich an irgendeinem Fehler oder so. Und zwar an meinem Internet. Sehr toller Fehler. Hä, und jetzt buggt das wieder rum. Oh, ich beschwere mich nur noch über Bugs. Ich könnte der Bug-Reporter werden. So. Zick, zack. Ja, Zug. Das hier kommt hier hin. Ja, egal. 41 Blöcke entfernt. Ich werde eh sofort dann gleich wieder sterben. Kacken wir einfach mal drauf und rennen einfach mal ein bisschen davon. Auf und davon. Davon. Oh, davon ist ein Cheater. Der sneakt die ganze Zeit und rennt. Der kann extrem... Da, bleib stehen. Hallo, das bin ich. Ich wollte dich fast angreifen. Da, komm. Hier, der cheatet. Siehst du den? Der sneakt die ganze Zeit und kann voll schnell gehen. Warte, ich helfe dir. Ja. Okay, ich habe ihn. Hast du? Ja. Hier, okay. Oh nein, mein Dir. Hier. Ich will es haben. Hier, Schuhe. Okay, und jetzt raus, sonst wirst du geportet. Nein, du wirst vor mir geportet. Stell dich hier hin. Nee, komm hier rein. Hier rein ist gut. Ach man, ich sterbe, Thomas, ich habe nur 3 Herzen. Ich wurde geportet. Seht ihr, wie es... Oh, ich wurde auch geportet. 27 Blöcke Boomstock, hi. Scheiße. Hallo, so, du wurdest... ich habe dich gedragt. Bist du nicht... Du bist... Okay, gut. Oh Mann. Ich brauche Essen. Ich habe leider nichts zu essen, aber ich hätte einen Helm für dich. Aber du laufst ja immer davon. So kann ich dir also nicht helfen. Okay. Ich... Das sind Kühe, ja. Ja, komm her. Die guten alten Kühe. Warte, ich muss essen. Oh, meine Güte, ich flieg richtig gegen das Mikro. Ich bleib einfach mal unter dir, weil ich weiß, dass du vor mir geportet wirst. Bitte sei nicht so schnell, geh nicht so schnell weg. Sonst kann sich der andere Typ dann da hinten umdrehen und mich töten. Okay. Habe ich das Fleisch bekommen? Ja, Fleisch. Schau mich nicht an. Alter, wie, ich werde jetzt geworden. Okay, ich habe ihn. Down. Ich sagte doch, du wirst geportet. Da verfolgt mich der Schneider. Ha, Noob. Oh, oh. Ich wurde geportet mit einem Banshee. Oh nein. Oh geil, ich habe mega viele Suppen. Also das ist zum Essen natürlich richtig geil. Okay, 17. Das bedeutet, ich kann mir das hier erstmal machen. Und das hier. Die hier kommt dann nochmal weg. Zack, zack. So, das hier kommt weg. Und der ganze Crap hier. So. 140 Blöcke. Oh, es leben noch so viele Leute. Ich dachte mir so, ja geil, jetzt ist gleich aus. Aber in echt ist es nicht so. In echt spielt die Welt immer anders. So, ich tu mir einfach da mal das Schweinefleisch rein.
Egal. Oh. Oh, nein, ich wollte gerade enchanten. Schau! Oh, der da vorne rennt einfach weg. Oh, von so weit. Er rennt weg. Ja, es gibt immer Chancen, dass ich ihn vielleicht doch treffe. Wo ist er? 69 Blöcke entfernt. Oh, der rennt aber ganz schön im Marathon, ne? Also. 77 Blöcke. Das ist 69 Blöcke. Ich gehe jetzt einfach hier mal YOLO enchanten, weil ich mir so denke, so... Egal, wenn ich geportet werde. Schärfe, jawohl. Auf meinem Bogen vielleicht auch noch. Stärke. Er kommt. Du weiter so, als würdest du craften. Ja, ich crafte auch noch. Oh, nein. Hä? Ich kann keinen Bogen schießen. Nichts funktioniert hier. Ich glaube, er ist... Boah, den kriegst du. Nee, den krieg ich nicht mal. Weil der Känguru ist. Ja. Oh, lol, ich hab ihn. Wow. Oh, lol, er ist in die Schlucht gefallen. Ja. Ja, das ist noch einer gestorben. Ja, ich weiß, habe ich gut geportet. Ich hab da keine Chance, Kosova. Ich hab einfach keine Chance. Mit den ganzen Legs habe ich keine Chance hier. Das liegt sowieso an mir selber. Ich bin im Prinzip ja selber schuld, weil ich gerade ein Video hochlade und daneben versuche aufzunehmen, was sowieso nie so schlau ist. Ja, da mach was nicht, Junge. Ey. Wenn du geportet bist, bist du in einer scheiß Situation. Wieso? Weil die gerade kämpfen. Nein, doch nicht. Doch, nein. Aber einer stellt sich in der Lava hin. Ja. Okay, einer stellt sich also neben der Lava. Einen Wassereimer habe ich eh bereit. Okay. So. So möchte ich das gern haben. 2 Gold noch, dann könnte ich mir wenigstens einen goldenen Apfel machen. Dann hätte ich vielleicht eventuell noch eine Chance. Ich sneake die ganze Zeit. Boah, ich werde sicher jetzt gleich jeden Moment... Ja, weil du gesagt hast, wegen der Lava. Achso. Hast du den Wasser einmal? Ist egal. Ja, aber ich möchte trotzdem jetzt nicht brennen oder so. Oh, die kämpfen, die beide kämpfen. Ja. Der eine ist Bombe. Wer hat gewonnen? Der Bomber? Der Bomber. Okay. Das finde ich jetzt aber nicht so great. Egal. Packst es, du packst es. Ich sehe ihn aber noch nicht. Noch nicht. Oh! Ich wurde hier. Hey, was? Hier ist ein goldener Apfel. Da ist nichts Besonderes. Ja, ich merk's gerade. Ach, super. Er ist sogar oben hier. Er ist oben. Ich sehe nicht. Also. Ja, aber er ist oben halt. Ja, aber er müsste erstmal runterkommen, damit ich ihn töten kann. Ja. Sag mir, wenn er runterspringt. Er springt runter in die Wasser. Ist er runtergesprungen? Oh Mann, bis er... Nein, noch nicht. Er wartet, bis ihr geportet werdet. Ja. Dann spring aber runter, ne? Mal gucken, ich kann auch mit Bogen die ganze Zeit runterspringen. Runterschießen, meine ich. Bogen runterspringen. Er versucht da vorne. Ey, so ein Trottel. Okay, ich wurde geportet. Oh, so. Lol, ich wurde genau mit ihm geportet. Ja, ihr lebt nur noch, ihr zwei. Was? Echt? Wirklich? Ja. Ist ja voll great. Geh einfach auf ihn los. Spring runter, da ist Wasser. Aber ein bisschen Angst habe ich schon, ne? Ja, er ist Bomber, er hat sowieso keine... Boah. Also Alter. Sonst... Und wenn du in einer Ecke bist, dann mach Blockhit. Ich gebe hier die Tipps. GG! Boah, ey, du triffst nicht. Ich habe ihn einfach die ganze Zeit mit dem Bogen getroffen. Alter. Geil. Naja. Leute, 22... 2:48 meine ich. 2:48 und die Mission
ist geglückt. Ich habe eine Runde gewonnen. Ja. Yeah. Ich zeige euch hier noch ganz kurz meine Stats, das haben sich ein paar gewünscht. Oh, das kann ich ja nur, wenn ich Endergamesterin bin. Ja. Auf jeden Fall, Leute, mein Fazit zu dem Kit Grafter. Es ist ein richtig, richtig cooles Kit. Es hat sehr, sehr viele Vorteile in den Maps wie Desert oder wo viel, viel Wüste ist und nicht sehr viele Bäume sind, hat es einen mega guten Vorteil. Und generell finde ich es ein sehr, sehr faires Kit. Ich spiele gern damit und es lohnt sich sicherlich für 20.000 Coins zu kaufen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung, über einen Daumen nach oben und über ein Like freuen. Konstruktive Kritik in die Kommentare und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Ciao.